In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die Kindersicherungen vom Tender Nova Mesh Set umgehen können. Das dürfte wahrscheinlich für alle Tender Nova Mesh Sets zutreffen, da gibt es verschiedene, aber da man immer eine App zur Einrichtung braucht und die scheinbar immer gleich funktioniert, ja, denke ich mal, dass das bei allen Tender-Geräten ähnlich funktioniert. Ich bin jetzt hier auf meinem Erwachsenen-Handy und ich richte jetzt dann gleich die Kindersicherung ein. Ich will nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Das ist die WLAN-App, die quasi der Erwachsene dann sieht und hat hier den Punkt Kindersicherung, kann hier Gruppen definieren. Hier ist zum Beispiel das Motorola drin, das gleich unser Kinderhandy sein wird. Und hier kann ich dann einfach auf Pause drücken und dann wäre das Internet pausiert. Wir wechseln aber jetzt mal zum Kinderhandy. So, hier bin ich jetzt auf dem Kinderhandy und ich will ja das Ganze umgehen hier. Und jetzt habe ich gerade Internet. Und zu einer Zeit, wo das Kind jetzt Internet hat, sollte es die Tender Wi-Fi App einfach mal installieren, damit wir dann später, wenn wir kein Internet haben, die Administration der Würfel übernehmen können und die Kindersicherung deaktivieren können als Kind. Ich lasse das jetzt mal aktivieren. Installieren wir, gehen mal zurück aufs Erwachsenen-Handy. Und hier bin ich ja schon in meiner Kindersicherungsoption drin. Die Tender Wi-Fi App ist auf dem Handy neben mir jetzt gerade runtergeladen und ich pausiere das Ganze mal. Und jetzt habe ich dem Handy Internet entzogen. So, zurück auf dem Kinderhandy, das jetzt kein Internet mehr hat. Wie können wir das prüfen? Naja, ich gehe mal zurück hier, ich bin ja im Play Store. Und da sind ja immer so tolle Videos eingebunden, die dürften jetzt also nicht mehr laden. Ich mache mal YouTube auf. Ja, und das dreht jetzt erstmal. Internet habe ich entzogen, also im Prinzip die Sperre ist jetzt wirksam, ich habe kein Internet. So, wir gehen zurück. Nochmal zurück. Und hier habe ich jetzt die Tender Wi-Fi App. Die kann ich einfach mal aufmachen. Also ich bin jetzt auf dem Kinderhandy, ne? Ich will das Ganze jetzt umgehen. Ich will mir jetzt also wieder Internet freischalten. Das Ganze kann ich hier ablehnen. Standort braucht ihr nicht. Und er erkennt jetzt schon, aha, du bist in dem Netzwerk von diesem Tender-Ding, möchtest du den steuern? Ich sage, na klar will ich den steuern. Dann sage ich hier zulassen bei der Kamera und dann muss ich als Kind nichts anderes machen, als mir physisch Zugang zu diesem Würfel zu verschaffen, denn da unten steht, ist dieser QR-Code, der uns jetzt die Freischaltung gleich erlaubt und das Wichtige ist hier die Seriennummer, die ist verschlüsselt in diesem, oder ja, verschlüsselt ist nicht, aber die ist in diesem QR-Code, ja, dekodiert, naja, wie sagt man das, versteckt. So, das kann man jetzt einfach abscannen, das dauert bei mir ein bisschen, doch ich habe es geschafft, okay. So, damit habe ich mich jetzt legitimiert gegenüber dem Würfel und kann jetzt auf Kindersicherung gehen, sehe jetzt, dass die pausiert ist und kann mit Play die einfach wieder fortsetzen. Das andere Handy merkt da erstmal nichts davon, wenn das nicht hier in das Menü reingeht. Ich kann jetzt auch wieder zeigen, dass es geht, ich gehe wieder in den Play Store zurück, gehe wieder auf irgendein Spielchen und versuche hier das YouTube-Video zu starten. Und diesmal lädt's. So, jetzt vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, an den Hauptwürfel zu kommen oder das hier unten irgendwie unkenntlich gemacht wurde, wie auch immer, dann habt ihr noch zwei andere Möglichkeiten. So ein Tender Mesh Set besteht immer aus mehreren von diesen Würfeln. Ich habe jetzt mal hier noch einen. Und ja, jetzt könnt ihr das nicht abscannen wahrscheinlich. Oder vielleicht doch, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht probiert, aber das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist ja die Seriennummer, die kann man auch per Hand angeben, also muss man jetzt keinen QR-Code scannen. Hier unten steht die. Und bei so einem Mesh-Set sieht das bei mir so aus, als würden die einfach hochgezählt werden. Zum Beispiel hat der Hauptrouter hier bei mir die 5.2 hinten und hier hinten ist die 5.0. Also das ist bei mir 5.0, 5.1, 5.2, die werden einfach hochgezählt. Das heißt, man kann einfach die andere Zahl erraten durch einfach Ausprobieren in der App. So, damit könnt ihr euch den Zugang verschaffen. Wenn ihr aber auch darauf keinen Zugriff habt, schaut mal, ob eure Eltern vielleicht noch die Packung rumliegen haben. Denn klugerweise druckt man den Authentifizierungscode natürlich außen auf die Packung drauf, damit man die Administration auch ganz sicher übernehmen kann. Gut, also ihr habt damit jetzt die Möglichkeit, wenn ihr ein Tender-Mesh-System zu Hause habt und eure Eltern euch die Kindersicherung eingeschaltet haben, damit ganz einfach die Kindersicherung zu umgehen. In Deutschland darf man keine wirksamen Schutzmechanismen umgehen. Das wäre natürlich illegal. Aber hier gibt es ja gar keinen wirksamen Schutzmechanismus. Tut mir leid. Also das, wenn ich das außen auf die Packung drucke, den Authentifizierungscode, mit dem ich mich als Admin dann auf diese Dinge einloggen kann, dann gibt es quasi das nicht. Einen anderen Trick, den ihr noch machen könnt, ist, wenn ihr den Eltern die Illusion geben wollt, dass die Kindersicherung funktioniert, macht doch mal Folgendes. Ihr seid ja jetzt sowieso schon Admins auf den Dingern. Ihr könnt hier ein weiteres Netzwerk eröffnen, und zwar ein Gastnetzwerk. Ich gehe nochmal auf die App, verbiete der nochmal den Zugriff. Und hier unter Einstellungen kann ich ein Gastnetzwerk eröffnen. Und wenn diese Funktion von euren Eltern zum Beispiel gar nicht genutzt wird, dann könnt ihr hier das einfach aktivieren,
Vergebt hier ein Passwort, vergebt hier einen Namen, Gültigkeitszeitraum stellt ihr auf immer gültig und speichert das. Damit habt ihr euch ein eigenes WLAN aufgemacht, das euch gar keiner zensieren kann, vorausgesetzt eure Eltern merken nicht, dass hier ein Gastnetzwerk eröffnet wurde. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Tinder-Mesh-Set zu Hause habt und ob und wie ihr an die Seriennummer zur Administration der Geräte gekommen seid. Habt ihr eine Fritzbox und wollt da die Kindersicherung umgehen, da habe ich auch eine Lösung für euch. Bei der Fritzbox ist aber ein bisschen anders wieder. Wenn die Eltern das richtig konfiguriert haben, dann habt ihr keine Chance, da reinzukommen. Hier sehe ich da ehrlich gesagt schwarz.